Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelum, zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, es könnte sein, dass es sich ein bisschen hält. Ja, das wird jetzt hier noch ein paar Parts lang so sein, dass es hier ein bisschen hält. Ich werde mich bemühen, da ein bisschen was hinzukriegen. Vielleicht kommen hier noch ein paar Sachen rein, das ein bisschen voller machen, die auch den Schall ein bisschen schlucken. Oder halt irgendwie eine Wand oder ein Schaumstoffzeugs, was irgendwie, ja. Das macht, aber ich bin halt hier jetzt erst seit ein paar Tagen und das ist, naja, das wird noch besser. Naja, heute müsst ihr ein bisschen damit legen. Neue Wohnung. Naja, so ist es. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Waren wir da schon drin? Ich glaube, ja. Können wir da jetzt weiter? Hey, du warst in einem Wald hier, hast aber Chuckle-Tastsee noch nicht besucht. Damit bringst du dich vor und die Hälfte deiner möglichen Lebensfreude. Naja, vielleicht auch nur ein Viertel. Das ist schwer, einen Teil auszudrücken. Oh, okay. Ich übertreibe etwas. Aber um 1%. Der möglichen Lebensfreude bringst du dich ganz sicher. Kannst du das verantworten? Ja. Ach, das war das, wo dann der DS der 3DS ausgefallen ist. Das haben wir auch schon gemacht, den Dialog. Na, dann skippe ich den jetzt einfach. Ich glaube, den Dialog haben wir schon mal durchgemacht. Am Ende des letzten Parts. Dann können wir jetzt weiter. Super. Route 7, der Revierweg. Oh, da gibt es tolle Wetter. Zwergi, hier ein Stück. Ja, ich komme ja schon. Da geht's runter. Na, wenn das nicht die Bärenform ist. Also die Bärenform, nicht die Bärenform. Nicht die, nicht das Tier, sondern die Frucht. Das wäre ein bisschen verrückt. Eine Bärenfarm, Braunbären, Eisbären. Hey, gut, komm mal her. Du da. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Ich würde dir gerne noch etwas bitten. Dich um mein Bärenfels zu kümmern. Das Bärenfels. Bären sind was Heiliges, glaube ich. Ein einzelner Bär kann wieder neue Früchte hervorbringen und so weiter und so fort. Du hast doch sicher einen Moment Zeit, oder? Eigentlich nicht, aber okay. Oh, damit bereitest du mir eine große Freude. Du heißt also Zwergfee. Vielen Dank, Zwergfee. Das ist ja wunderbar. Ich muss dich zuerst in die richtige Pflege des Bärenfelds unterweisen. Folge mir bitte. Oh wei, ein langer Dialog mit dem Gärtner. Was du hier vor dir siehst, ist weicher Lehmboden. In diesem Grund kannst du Beeren einpflanzen. Und versuche hier zu den Boden und wieder aus deinem Beutel die Beeren, die du an Bord willst. Oh, bevor ich es vergesse, hier hast du ein paar Beeren als Starthilfe. Zwergfee erhält Sinnelbeeren. Sinnelbeeren wurden in der Ätemstasche verstaut. Eine Beerentasche. Ja, bitte sehr, eine kleine Aufmerksamkeit für dich. 40 Beeren. Manchmal liegen Beeren aber auch auf dem Boden auf großen Sträuchern verstreut. Solltest du irgendwo Beeren finden, dann komm her und pflanze sie bitte hier ein, ja? Sobald du eine Beere eingepflanzt hast, musst du den Boden gut gießen. Hier, das ist für dich. Blutrutzelkanne. Ich sollte eigentlich mal hier in dieser neuen Wohnung, in diesem neuen Zimmer, das jetzt noch so ein bisschen hält, mal ein Horrorprojekt aufnehmen. Das ist für mich hier so ein bisschen gruselig.
Naja, was soll's? Nicht vorm Einschlafen gucken. Überprüfe den Bereich, in dem du eine Beere gepflanzt hast und begieße diesen, falls der Boden trocken sein sollte. Je besser du dich um den Feld kümmerst, desto mehr Beeren wirst du ernten. Also zum Beispiel. Halte mir das Feld in Ehren, ja? Du weißt gar nicht, was für eine Hilfe du mir bist. Mein Rücken bringt mich nochmal um. Ah, er ist also schon alt und kann sich nicht mehr ums Feld kümmern. Und sein Kind ist noch zu jung. Das Haus liegt am Rand des Feldes. Du kannst ja mal jederzeit zum Besuch kommen. Mach ich. Ich pflanze dann meinen Boden. Pflanze mal in den Boden eine Beere. Neben Boden vor dir ist der Fall. Möchtest du eine Beere pflanzen? Das möchte ich. Eine Sindelbeere wurde angepflanzt. Und dann vergrünen wir mal hier die Pflanzen. Eine Pfirsichbeere wurde angepflanzt. Das wird im Pfirsich-Sindelbeerenfeld. Zack. Und hier noch. So muss das sein. Pfirsichbeere. Oh, bisschen Wässern müssen wir auch noch gießen. Ja. So. Dann mal die ersten vier. Ja, machen wir erstmal so. So, was haben wir hier? Hier steht eine Biotonne. Auf dem Deckel steht der Verwendungszweck. Wirf drei Beeren in die Tonne, um Milch herzustellen. Der Einsatz von Milch vor der Beerenpflanzung unterstützt den Wachstum der Früchte. Ach, vor der Beerenpflanzung, na toll. Möchtest du Beeren in die Tonne werfen? Jo. Werfen wir mal was hinein. Zweite. So, das hätten wir. Zwei Finger, eine Pfirsichbeere, eine Sindelbeere und eine Pfirsichbeere in die Tonne geworfen. Humpel die Pumpe. Mulch entsteht. Hurra, drei Wuchermulche. Zwangvieh hat drei Wuchermulche erhalten. Na dann, wuchern wir mal die Pflanzen hier. Mulch einsetzen. Ich hab nur das. Und hier noch einmal. Da können wir noch ein paar Beeren pflanzen. Super. Das kommt bestimmt jetzt ein bisschen aus der Ordnung, aber ja, Stimme versagt. So, so, dann haben wir die eingepflanzt. Ich glaube, die Beeren sind auch gleich alle. Habe ich hier das Feld mal bewirtschaftet. Bewässern natürlich noch, damit das auch wächst. Super, ist nun fruchtbar. Furchtbar, furchtbar. Herzlich willkommen. Hast du eine Frage zur richtigen Beerenpflege? Nee, habe ich schon richtig bekommen. Du hast einen Blick auf die Biotonne geworfen, habe ich recht. Eine ziemlich kleine Anöffnung, nicht? Über Mülche, weißt du, ich bin Bescheid. Gibt es irgendwas, was du wissen möchtest? Nein, erstmal nichts. Ich muss wieder mal vorbeikommen und eine Frage hast. Lesen kann ich auch nicht mehr flüssig, aber gut. So, weiter geht's auf der Route Richtung Steg. Zwei, was ist das? Das, mein Lieben, ist eine Relaxo. Ja, wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich ganz bestimmt auch ein Relaxo. Verflixt, es schläft tief und fest. Das kann doch nicht wahr sein. Tatsache. Und es ist so riesig, dass man einfach nicht an ihm vorbeikommt. Das ist nichts zu machen. Das sieht nach einem Job für die Pokéflöte aus. Aber warte mal, hast du überhaupt sie noch? Leider nein. Die habe ich weggegeben. Hat der Besitzer des Palastes sie nicht etwas um den Nacken gerissen? Wie? Wo? Was? Pokéflöte, ich verstehe nur mal auf. Ich erkläre es euch. Kurz gesagt, ohne die Pokéflöte wird es uns nicht gelingen, Relaxo zu wecken. Dummerweise befinden sich die Pokéflöte aber gerade im Magnum Opus Palast,
Ist das Hans? Denkt ihr mir, sie schnell abholen? Gott, wie das uns gehen? Der Mann im Opus-Verlass trinkt am Ende Rotor 6. Will ich erfahren, wieso noch etwas zum Thema Medienentwicklung? Das bezweifle ich, aber wir zwingen es mit ihm natürlich auf zum Magnum Opus Palast. Die Palais-Allee. Na, das ist doch gut. Wen haben wir denn hier? Der will nicht kämpfen. Ich will aber kämpfen, ausnahmsweise mal. Der Reiz der Palais-Allee. Präsentieren sich die Besucher auf zwei Weise. Zum einen als leicht zu Fuß erkundbare Fahrt, zum anderen als, ja, das findest du schon auf dem Rückweg heraus. Ja, ich kann ja auch durchs hohe Gras gehen. Ja, das ist ganz interessant. Und Trainer. Dann war die erste Trainerin. Ich sehe zwar aus wie eine gewöhnliche Touristin, ich bin aber ein echt starker Pokémon-Trainer. Na, das wollen wir mal sehen. Eine Herausforderung von Touristin Ramona. Ich habe drei Pokémon. Pikachu! Über den Kampf gerufen. Und mein Team. Los, Lea! Lea ist ein Flabby. Und setzt einmal einfach mal Fliegenpries ein. Los. Kameradschaft. Hui. Angriff von Lea steigt. Okay. Das bringt zumindest nicht nichts. Hat schon was gebracht. Kameradschaft. Okay. Sinkt. Okay, Fliegenprise war besser. Das hat schon ein bisschen mehr gebracht. So, Lea, streng dich an, du kriegst das hin. Los, Fliegenprise. Du bist kein starkes Pokémon, aber stopp das Praxen. Los. Und die nächste Attacke. Ein Donnerschock. Oh, weil paralysiert. Stimmt. Ich konnte nicht eingreifen. Fliegenprise. Zack, schon zur Hälfte besiegt. Das Pikachu, das kriegen wir doch mit Lea hin. Oder? Heuler. Ja. Heuler. Kann die viel bringen. Jetzt kannst du mal nicht rumheulen hier. Wird dir nichts bringen? Heul du nur so rum, Pikachu. Ich werde dich besiegen. So, ich mach dich alle. Zack, da war es besiegt. Und da waren es nur noch zwei. Level 9 für Lea. Und Level 14 für Tim. Markus sagt Level 18. Psychstrahl. Na, das wollen wir doch. Ja. Wär's denn mit Rotenschlag? Das können wir noch vergessen. 1, 2 und schwupp. Markus hat Rotenschlag vergessen und Markus hat dann Psychstrahl. Ramona Touristin setzt als nächstes Taubsi ein. Weiterkämpfen. Sie wird als Ramona, was? Sie wird von Ramona eingesetzt. Nicht als. Los, Rangelieb! Attacke! Paralysiert. Fliegenprise? Nein, das auch nicht. Oh Mann, der ist gleich am Arsch. Na komm, wir kriegen wir das Taubsi auch noch besiegt. Haben wir schon das meiste geschafft. Da kann ein anderes Team Pokémon den Rest machen. Ja. Das sieht gut aus. Feenbrise, Feenbrise, Feenbrise. Oh wei, mehr wird besiegt. Mist. Dann, wir hatten es gerade schon. Im Kampf haben wir gerade gegen eins gekämpft. Los, Tim. Pikachu gegen Taubsi. Pikachu gegen Pikachu wäre ein bisschen unklug gewesen. Mach Pikachu gegen Taubsi, das wird's bringen. Das Pikachu und Donnerschock. Taubsi wurde besiegt. Na denn. Dann war's doch. Enton. Wir kämpfen weiter. Das Enton, das werden wir doch wohl noch besiegen können. Ein harmloses Enton. Mit Donnerschock, wie wir es denn damit so attackieren. Ja, das bringt was, das kann man wohl so sagen, das ist sehr effektiv, das bringt etwas, das nützt.
Donnerschock, weiterhin. Los, Pikachu! Donnerschock! Hinton wurde besiegt. 150 Erfahrungspunkte und Ramona besiegt. Du bist ja noch viel stärker als ich. Ja, und wer glaubt's? Ich Zwerg stärker als sie. Ja. Warum reisen wir und warum kämpfst du? Reisen, also das königliche Bion mal wieder. Das weiß ich nicht immer. Warum ich kämpfe, das weiß ich, weil du mich herausforderst. Eine Herausforderung von Touristin Lydia. Mit weiteren drei Pokémon. Zickzacks. So, zickzack besiegen. Im Zickzack, zack in die Booster. So, mal ganz zack in die Booster. Ich mein Donnerschock eingesetzt. Das wird hoffentlich etwas bringen. Ja, etwas. Etwas ist richtig. Ist der richtige Ausdruck. Geht was. Ruckzuck, vielleicht bringt das mehr. Ja, mehr nicht unbedingt. Was bringt was? So, nochmal Ruckzuck. Haben wir es, glaube ich. Oder auch nicht. Tackle. Ja, wir lassen uns auf keinen Fall beim Zickzack besiegen. Und auch den Kampf kriegen wir bald hin. Der wird nicht allzu schwer. Paralysiert Zickzacks. Nice. Und besiegt weibliche Zickzacks zu Boden. Gegangen. Dem ist siegreich Erik. Mit 13. Blubber. Na, das können wir gebrauchen. Routenschlag vergessen. 1, 2 und Spupp. Erik hat Routenschlag vergessen und lernt Blubber. Und Trasna wird eingesetzt. Wir kämpfen weiter. Obwohl bei Trasna vielleicht Marco ist doch der bessere wäre. Was? Donnerschock. Okay. Was macht die da? Ja, ist ein weibliches Trasna. Ist richtig. Die. Was? Donnerschock. Das Trasna, das kriegen wir schon hin. Doppelteam. Ui. Ist Pikachu jetzt besoffen? Hier schon drei Trasnas. Na komm, was machst denn du, Pikachu? Das scheint wirklich besoffen zu sein. Besoffen auf Route 7. Naja. Das mache ich bestimmt nicht zum Titel. Weil ich das bestimmt nicht auf das Thumbnail mache. Da lass mir noch was anderes einfallen. Nee. Das wäre zu unoriginal. Oh wei. Kann ich nicht mehr einsetzen oder was? Tim wurde besiegt. Nein, nicht Tim. Das ist aber Pikachu. Nein. Papageno. Okay, so ganz kann ich es nicht mehr. Ja, ein bisschen Klassik. Am Abend. Klassik am Abend. Das ist doch nicht schlecht. Denn Papageno reicht Level 16. Dreschfliege, das klingt doch gut. Für einen Vogelfänger. Heuler vergessen, schwupp. Und Dreschfliege erlernt. So, da war es noch eins, wenn ich richtig geguckt habe. So, müsste das letzte Team Pokémon sein. Ja. Von ihr. Dreschfliege können wir nicht ausprobieren. Batz. Naja, das bringt nicht so viel, aber gut, haben wir es mal ausprobiert. Vergiftet. Oh wei. Wo ist mein Gegengift? Da habe ich doch bestimmt eins im Beutel. Vitalkraut. Nee. Das bringt es gar nicht. Jetzt mit Schnabel. So Schluppock hält den Schnabel. Ja, das kommt schon ein bisschen mehr. Und da können wir den Schlappbock dazu bringen, dass es den Schnabel hält und einfach mal abdankt. Hier im Kampf. So, zack. So, wir bereiten dem Kampf ein Ende. Zack, zack. Hier wird es tapfer gekämpft. Papageno ist stark. Auch der Vogelfinger steckt zu. Zack. Und der letzte Peak.
und Stoppbuck besiegt. Und ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Liga besiegt. Irre ich mich oder hat mich mein Pokémon-Team gerade ausgelacht? Das kann natürlich sein. Das halte ich nicht für unmöglich. Zwergfliege mit 880 Pokémon-Dollar und geht sich aus dem Kampf gegen Lydia hervor. Jetzt weitergehen. Ich sehe schon den Magnum Opus Palast. Der ist so. Willst du auch noch kämpfen? Hey, Trainer. Ja, genau, dich meine ich. Komm, ich teile meine Sinnebeere mit dir. Sinnebeere, Hörten. Gibst du deinem Pokémon eine Sinnebeere, gewinnt es im Nu an Kraft. Und wenn du ihm eine Sinnebeere zum Tragen gibst, kann es bei Bedarf im Kampf essen. Ah, okay. Und wie nochmal hier? Hallöchen. Hier sind wir schon ganz dicht vom Palast. Er treibt sich hier rum. Na, ich kann ihn nicht ansprechen. Doch, kann ich. Sind halt weiter wichtiger als die Menschen, die jetzt leben. Ja, für manche bestimmt. Und Iso. Ich würde gerne mal in so einem Palast wohnen. Ich nicht. Das wäre mir zu groß. Ich frage mich, wie viel Geld man braucht, um so einen Palast zu errichten. Viel. Sehr viel. Das kann ich dir sagen. So. Oh, ein Item. Das wollen wir nicht übersehen. Dem Äther. Der Äther von Asian. Die hier. Und Pokémon Y und schon. Nee, nicht unwahrscheinlich. Oh, ein Fotoapparat. Ein Fotografenstand. Können wir den nutzen? Ja, Kamera rausrufen. Super. Doch schön. Wie kannst du behilflich sein? Ein Foto machen. Passend Hintergrund. Da ein Foto geknipst. Gut. Das ist was geworden. Trinkgeld? Ja, geben wir mal ein bisschen Trinkgeld. Gleich ganz viel Geld. Wir haben ja was. Du bist das reinste Naturtalent. Wirklich richtig verrückt. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mal sagen, da haben wir ein bisschen was gemacht. Und im nächsten Mal geht's hier weiter. Ich weiß nicht, ist der Part schon lang genug? Na, wie auch immer. Du mich nach uns jetzt gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanal sitzt seid und ja kein weiteres Video mehr im Leben fest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Morgen, Mittag oder Abend und noch eine angenehme Nacht. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.